Mein Name ist Jürgen Knieling und heute bin ich auf der Suche nach einer Pflanze, die immer blüht. Doch wo soll ich mit meiner Suche beginnen? Um eine seltene Pflanze zu finden, gibt es wohl keinen anderen Ort, der geeigneter wäre als Bielefeld. Der kundige Exobiologe findet die außerordentlichsten Pflanzen noch in den hintersten Ecken eines jeden Industriekomplexes. Und tatsächlich eine fluoreszierende Rauschebart-Orchidee. Lange Zeit wurde bestritten, dass sie existieren, aber hier ist der Beweis. Denn da wachsen sie auf dem Boden herum. Matratzen. Der graublaue Gelbschieber ist ein Parasit und frisst sich hier ins Holz und zeckt sich ein. Verrückt. Ich habe das Gefühl, als ob mir diese Blautanne irgendwas sagen will. Diese Ulme hat sich zu einer enormen Dachkonstruktion ausgewachsen. Und diese Eschen wucherten vor sich hin, bis sie das Aussehen eines attraktiven Motorradparkplatzes angenommen haben. Welch perfektes Mimikry! Dieser Haselnussstrauch ahmt in Perfektion eine Treppe nach. Welch trügerische Idylle! Giftige Tropenpflanzen laden potenzielle Opfer zum Sitzen ein. Ein Wunder der Natur. Prähistorischer Muschelkalk hat wie von selbst das Aussehen komplexer Gebäudestrukturen angenommen. Doch selbst in diesem Bunker finde ich keinen Hinweis auf eine Pflanze, die immer blüht. Ih, was zum... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist tot. Was zum Teufel hat Bielefeld an sich, dass mir hier immer etwas anders wird? Wow, so eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Und hier wächst nicht mal Höhlenmoos. Selbst hier in der tiefsten Einöde der Natur wird das Urbild derselben zerstört. Und zwar durch die Rückstände von irgendwelchen Menschen, die sich hier teure Hautcremes spritzen mussten. Mutwillig. Und wo man hinsieht, teure Industrieroboter und amerikanische Spionagedrohnen. Alles in mir sträubt sich. Eine Stimme in mir sagt, Jürgen, du musst etwas tun. Doch was ist das? Mein Gott, Frauenmoos. Wirklich richtiges Frauenmoos. Feuchtes Frauenmoos. Oh. Ich glaube, ich mache die Kamera mal einen Moment aus. Schluss mit dem Scheiß. Mein Name ist Jürgen Knieling und ich habe eine wichtige Mission. Aber erstmal schiffe ich hier richtig schön ins Waschbecken. Ja. Wo früher mal mein Glied war, wohl wächst heute nur noch ein Blumenkohl. Ich brauche wohl auch nicht zu betonen, dass nunmehr die Suche für mich abgeschlossen ist, denn ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich habe etwas gefunden, das immer blüht. Vielen Dank. Dieses scheiß Frauenmoos.